Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Base. Ja, genau, Planet Base, Freunde. So schaut es nämlich aus und nicht anders. Wie schaut es in unserem Lager aus? 70% Auslastung. Auch da sollte man vielleicht mal über Alternativen nachdenken. Im Augenblick geht es aber noch. Schaut alles gut aus. Die Ersatzteile werden halt immer ein bisschen schwierig transportiert. Alter Schwede, okay. Ja, wir müssen halt, wie gesagt, gucken, dass wir jetzt endlich mal es schaffen, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise, hier wahnsinnig viele Erze rauszubekommen. Wäre natürlich gut, wenn wir eine Doppelladung hätten, das heißt, wenn wir so 12 Erze mal auf Vorrat halten, dann könnten wir natürlich 12 mal Metalle herstellen. Mit 12 Metallen kannst du schon eine ganze Menge anfangen. Ich zähle mal durch. 3, 5, 6, 7, 8. 8 Metalle bräuchten wir. Hätten wir 12, könnten wir sogar noch Werkzeuge-Ersatzteile herstellen. Was natürlich auch wahnsinnig gut wäre. Das heißt, wenn wir noch ein bisschen sparen würden, ich sag jetzt mal, meine Deadline sind so, ist so 2 Ersatzteile. Dann müssen wir unbedingt anfangen zu produzieren. Wobei, es tut ja auch sich tatsächlich schon nebenher was. Also die machen das auch so. Was natürlich auch wichtig ist, dass es sich immer ein bisschen vorangeht. Es wird natürlich auch mit Sicherheit für die Außenbereiche genutzt werden, klar. Die werden das rausschleppen, das ganze Zeug, und dann stehen wir wieder mit runtergelassener Hose da. Müssen wir mal gucken. 3 Ersatzteile haben wir noch. Bei 2 oder spätestens bei einem müssen wir die Priorisierung ändern. Momentan will ich es aber eigentlich ganz gerne so, dass die hier Vollgas produzieren, die Jungs. Mit 3 Leuten geht das nämlich auch richtig, richtig schnell. Ihr seht das schon. Und hier kommt jemand und schleppt tatsächlich auch noch mal ein bisschen was weg. Und wir brauchen unbedingt einen großen Energiespeicher noch zusätzlich. Den will ich ganz gerne hier hinten auf jeden Fall noch einen hinstellen. So ein ganz großes Teil, wisst ihr? So ein Riesenteil. Aber das kommt erst, wenn alles andere läuft. So, jetzt arbeitet gerade niemand mehr, weil alle gerade müde sind. Das ist natürlich weniger schön jetzt. Aber hier ist immer 2 Betten sind immer frei. Das möchte ich so, den Level möchte ich ungefähr halten. Also wenn so in der Optik immer 2 frei sind, wäre das schon ganz gut. Hier in dem Fall unsere Tortenfleisch funktioniert gar nicht mehr so richtig. Wir haben zwar recht viel eingelagert, wäre natürlich super für den Handel, aber im Augenblick ist es halt, wir leben mit dem, was wir haben. Okay, wir haben immer noch 7 Mal und jetzt wird weiter produziert, gleich noch viel schneller. Zack, okay. Okay, wir können ja auch währenddessen die Priorität dann einfach runterdrehen. Also sobald wir jetzt, sag ich mal so 8 oder 9 haben. Damit es einfach insgesamt weitergeht, weil jetzt die Ersatzteile knapp werden. Und das will ich mir eigentlich nicht unbedingt gerade gönnen. Wie schaut es jetzt hier aus? Wir verlieren gerade wahnsinnig schnell Energie. Ich muss mal kurz das Netz abschalten. Sonst bricht uns hier unser Energielevel deutlich zusammen. Wir produzieren gerade 20 kW. Und jetzt kommt dann eh gleich hier nochmal der Rest dazu. 6 haben wir jetzt. Sobald sich die Kollektoren drehen, drehe ich es wieder auf. Genau. Weil die schaffen das jetzt dann gleich wieder so einzurichten, dass es passt. Genau, bingo. Okay. Und das fühlt sich ja auch ratzfatz. Wir brauchen halt einfach nur einen höheren Kapazitätswert. Gerade auch über die Nacht. Und dafür braucht man natürlich auch Windräder. In dem Fall tatsächlich das ganz große Teil. Auch eine super, super Sache, wenn das läuft. Müssen wir gucken. Okay, Priorität hier haben wir abgedreht. Jetzt gibt es insgesamt gar keine Prioritäten mehr hier. Das heißt, die verteilen sich ganz, ganz human auf alle Bereiche. In dem Fall ist jetzt eine hier in der Mine und ich hoffe, dass ja mal irgendwann die Leute anfangen, hier Metalle herzustellen und dann natürlich auch unser Zeug fertig zu bauen. Nachts hält natürlich so eine Windturbine auch ordentlich Strom im Netz, wenn der Wind denn geht. Im Augenblick zum Beispiel geht er gar nicht, macht aber nichts, weil die Sonne scheint. Jetzt müssen wir mal gucken, dass hier Ersatzteile vielleicht auch nochmal hinkommen. Machen wir hier nochmal eine zweite Ersatzteilwerkstatt her. Wie schaut es hier aus? Bioplastik ist schon da. Auch hier wird gerade an Bioplastik geschraubt. Ja, davon haben wir halt wirklich raue Mengen. Ich drehe mal das auf Priorität an. Gucken wir mal, jetzt kommt der eine von der Mine hier auch raus. Und hier, ihr seht schon, auch da wird weiter geschraubt. Und dann geht das nämlich jetzt wirklich schnell und dann hoffe ich, dass ihr auch mal in der Folge noch was sehen könnt von dem, was wir eigentlich gebaut haben. Und vielleicht auch feststellt, dass das ziemlich geil ist, was da alles noch kommt. Von den Größenverhältnissen her. Schauen wir mal. Ah, jetzt baut er natürlich erstmal das Ersatzteil-Dingens hier fertig.
Genau. Ist, wie gesagt, auch eben super wichtig. So, gucken wir mal gerade. Hier wird gerade wieder aufgestanden, so langsam zumindest. Ist in Ordnung, kann man lassen. Hoffentlich. Ja, jetzt geht's hier weiter. Oder? Nee, doch, doch jetzt. Okay, weil jetzt haben wir das eine hier nochmal investiert. Dann geht das nämlich später umso schneller. Beladen mit Bioplastik ist es schon. Davon haben wir natürlich auch ganz, ganz viele sogar gerade. Hier wird gerade gefrühstückt. Um 1 Uhr. Na gut, in der Marskolonie ist 1 Uhr relativ, oder? So, Energiespeicher ist immer noch niedrig. Wie viel Uhr haben wir? Dafür weht der Wind aber gerade voll. 3 Uhr. Der Wind lässt jetzt nach. Wow. 4 Uhr. Komm schon, 6 Uhr müssen wir erreichen damit. Jetzt dreht sich, Sonne geht schon auf. Jetzt geht aber der Wind halt voll aus. Jetzt bricht es gleich zusammen. Das macht aber nichts. Ja. Alles zusammengebrochen. Ja, jetzt kommt der Strom nach, weil die Solarkollektoren nachdrehen. Jetzt gehen überall die Lichter wieder an. Ist okay. Wir brauchen auf jeden Fall dann später noch einen größeren Biodom. Und einen großen Energiespeicher, von dem werden wir jetzt auch mal einsetzen. Den haben wir ja schon in Idee gehabt. Kriegen wir den hier irgendwo noch untergebracht? Ja, hier könnte man hinstellen. Und den hier quasi als Versorgungslinie auch nutzen. Aber erst, wenn er dann endgültig fährt, also wenn, das schließe ich dann erst an, wenn es endgültig auch gemacht ist, ne? Weil das kostet ja auch wieder ein Metall oder ein Stahl, von dem wir eigentlich ja gerade keinen haben. Also von daher sollten wir da auch ein bisschen aufpassen noch. Ich weiß, jetzt werden mit Sicherheit die Ersten wieder schreiben, boah Zwerg, brech doch die ganzen anderen Sachen ab, du brauchst doch nur die Energie und bla bla bla. Ich weiß es doch, Freunde, ich weiß es doch. So, wir lassen jetzt erstmal noch ein paar Kolonisten kommen. 20 dürfen wir uns erlauben. Das Teil hier saugt momentan keinen Sauerstoff. Dann können wir wirklich 20. Okay, da kommen tatsächlich wieder welche. Expansion haben wir erreicht, Landerlaubnis, okay. So, checken wir mal. 9 haben wir jetzt. Also, je mehr Leute kommen, desto besser. Wir bräuchten hauptsächlich Arbeiter und Biologen. Ich nehme aber auch ganz gerne einen Sani oder einen Ingenieur. Ingenieure, hier, ganz wichtig. Also in dem Fall brauchen wir tatsächlich alle momentan, die wir kriegen können. Hat kein Wasser. Wie gesagt, auch da werden wir uns kümmern müssen. Werden, tun, sollten, vielleicht. Aber jetzt gucken wir mal, wie viel... Da haben wir noch einen drin und da ist noch einer drin. Das heißt, wir haben noch genau zweimal... haben wir noch Stahl oder Eisen. So ein Handelsschiff ist gelandet. Das hat im Angebot leider nichts, was wir uns zumindest leisten wollen würden. Wir könnten nur mal Folgendes versuchen. So mache ich das mal. Okay, wir lassen es mal laufen, Freunde. Wow, da brauchen wir aber ganz schön Kommission hier. ...65% Kommission. Ist eine harte Nummer eigentlich, ne? Wenn du so überlegst, aber wir machen das mal. Das hat den Effekt, dass unser Lager mal ein bisschen leerer wieder wird, weil das nämlich auch schon ziemlich gefüllt ist. Und wir dafür wenigstens ein bisschen Kröten hier sehen. Flurhammern. 23 Uhr, das ist natürlich super wenig und der Speicher geht auch gerade im Bach runter. Aber warum habe ich jetzt das Geld zum Beispiel geholt? Davon können wir uns durchaus mal ein Schlückchen kaufen von, ne? Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn wir den Strom abschalten, ob die Landegeschichte dann auch nicht mehr geht. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. So, jetzt gucken wir mal gerade, bei 1000 drehe ich runter. Ne, das Beliefern tun, machen sie weiterhin. Das ist okay. So, jetzt wollen sie hier... Das ist ja ganz schön ein Stau an der einen Luftschleuse. Oh, der große Energiekollektor steht wieder. Dann drehen wir hier mal den Saft wieder an.
Da wird ja natürlich wild gegessen und getrunken. Alter, das Ding ist, schaut einfach nur in dem Verhältnis zu den kleinen Spielzeugkollektoren, schaut das Ding halt einfach mal mega riesig aus, ne? Schaut euch das mal an, wie groß das Teil ist. Hammerhart, oder? So, okay. Wie viele Kolonisten? 9. Also wir brauchen auf jeden Fall Kolonieschiffe. Ersatzteile sind erschöpft. Das ist ein Problem. Das heißt, die Priorität geht jetzt auch auf die Teile. Und hier kommt ein Kolonieschiff und bringt auf nochmal 3 Leute ran. Unter anderem auch eine 9 Sunny. Jetzt gucken wir mal gerade in die Verteilung rein. 2 Sunnys, 2 Ingenieure, 4 Botaniker. Alles klar, pass auf. Dann drehe ich jetzt die Landeerlaubnis für alles, was Sunny ist, runter. Und für alles, was Ingenieur ist, drehen wir auch runter. Und wollen uns die Biologen hier mal ein bisschen aufteilen. 50-50. Hätte ich ganz gerne. Ach so, der Speicher kann ja nichts speichern, weil hier der Wassertank noch nicht fertig ist. Okay. Habe ich so verstanden. Sandsturm geht. Oh, verdammt. Sind natürlich gerade Arbeiter noch draußen. In einem Sandsturm, glaube ich, landet auch kein Schiff. Das ist dann ganz bitter. Naja, aber gut. Man könnte natürlich in einem Sandsturm auch einfach pennen gehen, ne? Ja, ich weiß, dass das Labor immer noch kein Wasser hat. Zumindest aber kümmern sich hier die Jungs darum. Das finde ich schon mal sehr schön. Bringen das wieder auf Vordermann. Und wir kriegen hier mal die Stärke auch weg aus dem Ding. Ist auch gut. Und wichtig vor allen Dingen. So. Ja, es geht. Der Sandsturm hält sich in Grenzen. Auch irgendwie. Ich weiß nicht, ich mag sowas total gerne, ne? Wenn so Glaskuppeln oder sowas, finde ich total cool. Also ich glaube, ich hätte Angst bei einem Sandsturm, wenn ich den Sand da gegen die Scheiben rieseln hören würde und sehen würde vor allen Dingen, dass da irgendwann mal was kaputt geht von außen und was hochgeht. Da hätte ich mehr Angst als alles andere. No. Hat die Schleuse funktioniert? Ja, die hat dicht gemacht hier. Aber es hat auf jeden Fall unseren Menschen hier draußen erwischt. Und wir haben keine Werkzeuge mehr, oder? Doch, der Baubot ist unterwegs. Weg zur Luftschleuse. Nein, wo gehst du hin? Auf dem Weg zur Mine. Wieso wahnsinnig? Du trinkst doch. Komm schon. Wo sind die Ingenieure? Okay, der macht das Ding wieder klar. Oh, das hat die Scheiben sogar verloren. Schau mal hin. Jetzt kriegt hier wieder... Oder? Warte mal, der hat das gleich wieder hergestellt. Halbwegs. Ja, das ist gleich fertig. Zumindest so, dass es wieder benutzbar ist. Weil hier arbeitet ein Typ. Ja, der ist schwer verletzt eigentlich, wenn du so übernimmst. Oh, nee. Ganz schön crazy, Freunde. Okay, das Ding ist gleich wieder repariert. Das dauert natürlich eine Zeit jetzt. Nein, das wollte ich jetzt gerade nicht aufrufen. Und das wird jetzt hier zum richtig bösen Problem. Wir müssen gucken, dass wir es hinbekommen, dass hier endlich mal Werkzeuge wiederhergestellt werden. Das heißt, im Zweifel müssen wir wirklich Sachen abbrechen, wie jetzt zum Beispiel den Wasserextraktor, den wir eigentlich nicht mehr brauchen, weil wir hier einen Wassertank für die guten Zeiten aufbewahren, wie jetzt zum Beispiel. Sollte dann reichen, wenn dieses eine Teil hier verwendet wird, dann hätte man auf jeden Fall den großen Strombringer her. Oh ja, sehr geil. Wir kaufen uns das hier alles auf. Das nicht. Haben wir sonst noch was? Mahlzeiten sind gut, aber das machen wir nicht. So, wir geben jetzt hier erstmal viel Nahrung auch gleich weg. Bisschen davon zum Auffüllen. Machen wir so und legen noch 5 oben drauf. Dann sparen wir uns damit immer ein bisschen Geld zusammen. Und dann funktioniert das nämlich.
Dann kommen wir mit dem ganzen Erz, was wir jetzt da rausbekommen, müssen wir die Mine gar nicht lange belaufen lassen und schaffen es vielleicht sogar alles fertigzustellen und noch reparieren können zu tun und so. So, die Jungs schleppen das jetzt alles hin. Das ist relativ viel. So, der Energiespeicher hier füllt sich gerade durch den... Wow. Wow. Das Ding produziert einfach so bestialisch viel Strom. 15 von 50 schafft das Teil. Okay, aber wir kriegen das hin, Freunde. Sobald der hier den Rest droppt, ist alles gut. Haben wir es geschafft. Hier hat einer Hunger. Kein Problem. So, wie gesagt, das sind so die letzten Reste. Hier werden noch dreimal Metall werden hier noch gebraucht. Dann kriegen wir es hin, Freunde. Dann kriegen wir es hin. Wir werden natürlich sehr viel reparieren müssen, wenn dann... wir dürfen jetzt erstmal nichts bauen. Das ist jetzt momentan die tödlichste Variante, wenn wir jetzt was bauen würden. Weil die Ersatzteile sind halt wichtiger als alles andere. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann erfahrt ihr, ob es sich lohnt, doch noch weiterzuspielen. Oder ob es wieder in die Versenkung verschwindet. Ich weiß es doch noch nicht. Bis dahin, schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.